Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Videopräsentation von mir. Heute möchte ich euch eines meiner neuen Bücher vorstellen, was es bereits schon seit einiger Zeit im Buchhandel gibt, und zwar Häkeln und Stricken mit Bobbel. Ich weiß nicht, ob ihr schon Bekanntschaft mit den sogenannten Bobbles gemacht habt. Das sind diese kunterbunten Farbverlaufsgarne, die ihr hier auch auf dem Cover seht. Gibt es in unterschiedlichen Farbausführungen und auch mit unterschiedlicher Qualität, wie zum Beispiel Baumwolle mit Acryl oder zum Beispiel hier Mohair habe ich hier auch mit Silberglitzer, zum Beispiel in unterschiedlichen Farben. Und Bezugsquellen hinterlasse ich euch zu den Bobbel in der Infobox, wo ihr dann nochmal ganz genau nachschauen könnt und euch auch über Qualitäten nochmal informieren könnt. Und hier geht es jetzt erstmal um dieses Buch, um die unterschiedlichen Modelle, die ich hier als Anleitung in diesem Buch hinterlassen habe. Gibt es nicht nur als Printausgabe, sondern auch schon bereits als E-Book. Und hier zum Beispiel diese Stulpen, die ich hier angefertigt habe, sind auch aus diesem Buch, auch mit so einem Glitzerfaden drin verarbeitet. Davon habe ich auch so eine Beanie-Mütze angefertigt, wovon es die Anleitung auch mit in dem Buch gibt. Und ich schlage es mal auf. Also hier ist auch zum Beispiel ein Loop mit dabei oder dieser schöne Seelenwärmer ist mit dabei. Und gleich als erstes stelle ich zum Beispiel vor, wie man so eine Bobbeltasche häkeln kann, damit man den Bobbel samt Häkelnadel wunderbar verstauen kann und immer gut mitnehmen kann, ohne dass die Fäden durcheinander geraten und dass immer alles gut verpackt ist. Finde ich immer ganz wichtig. Dann habe ich hier einen Rock angefertigt und habe für diesen auch schon sehr viel Lob bekommen, als ich den selber schon häufiger getragen habe in meinem Freundeskreis und bei der Familie. Ist ja auch schon sehr gut angekommen. Ist natürlich wichtig, dass man eine Leggings oder irgendwie was drunter zieht oder zumindest eine Shorts für den Sommer, damit, weil das Lochmuster schon sehr weit oben beginnt, nicht zu viel nachher zu sehen ist. Und hier habe ich einen wunderschönen Seelenwärmer gemacht. Den habe ich hier auch mit auf dem Tisch liegen. Den kann ich leider nicht vollständig zeigen, weil das die Kamera nicht komplett einfängt. Aber alleine das Muster, das möchte ich euch mal genauer zeigen. Das kann man auf den Fotos nicht ganz so gut erkennen über die Kamera hier. Aber ich finde dieses Muster so unheimlich schön. Das sieht richtig verträumt und romantisch aus. Und ich habe den Seelenwärmer Elfenzauber genannt. Und ich finde, da passen dann die Farben auch wunderbar zu. Das ist so ein, ja, zuerst Froschgrün, geht dann über ins Türkis und dann Stück für Stück in Petrol. Auch hier mit einem Glitzerfaden gearbeitet, der Bobbel. Und das, so sieht es dann nachher im Ganzen aus, wenn alles verarbeitet ist. Dann hier, wie gesagt, der Loop. Den habe ich bereits verschenkt, auch an jemanden, und habe da jemanden sehr glücklich mitgemacht. Kann man auch in unterschiedlichen Farben natürlich machen. Dann habe ich hier einmal ein Dreieckstuch und habe das, also das sind hier erstmal diese schönen Brauntöne, habe das aber noch einmal nachgehäkelt. Und zwar mit Violett, was langsam in Grau übergeht. Ich finde diese Kombi auch wunderschön. Also zuerst dunkelgrau und dann langsam Stück für Stück in so ein Silber-Hellgrau. Hier ausnahmsweise mal kein Glitzerfaden mit drin. Aber es sieht unwahrscheinlich schön aus, dieser ganze Farbverlauf. Und das ist zum Beispiel ein Einsteigermodell für diejenigen, die noch nie mit Bobbeln gearbeitet haben und gerne auch mal so ein Dreieckstuch versuchen möchten. Das ist so ein ganz einfaches Einsteigermodell. Dann habe ich hier noch einen Rock, für den ich auch schon sehr viel Lob bekommen habe, als ich ihn getragen habe. Ist auch am besten, drunter nochmal zumindest eine Shorts drunter zu ziehen. Und hier, wie gesagt, der Seelenwärmer nochmal, den es auch auf dem Cover zu sehen gibt. Und noch einen weiteren Loop und Seelenwärmer. Und wie gesagt, die Stulpen und die Beanie-Mütze sind auch noch mit drin. Hier habe ich auch nochmal
diesen zweiten oder diesen anderen Seelenwärmer, damit ihr auch nochmal das Muster schön erkennen könnt. Das ist auch so ein schönes Muschelmuster, was ich hier verarbeitet habe. Und lässt sich auch wunderbar in so einer gemütlichen Atmosphäre nachhäkeln. Und wenn man das Muster ein paar Reihen lang gemacht hat, geht das wie von selbst von der Hand und lässt sich wunderbar arbeiten. Das ist so ein Sommerseelenwärmer quasi für kältere, kühlere Sommerabende oder Tage zum Überwerfen. Ja, und wie gesagt, die Beanie-Mütze. Und die Stulpen noch einmal hier. Ja, und jetzt habt ihr einen Einblick von dem Buch, von den Anleitungen, was es dort drin gibt und was man nacharbeiten kann. Und ja, vielleicht habe ich euch ja ein bisschen inspirieren können und vielleicht habt ihr auch Interesse an dem Buch. Wie gesagt, es gibt überall im Buchhandel, auch online, zum Beispiel bei Amazon, als E-Book oder als Printausgabe. Und ja, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Vielleicht habt ihr auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Dann werdet ihr immer informiert, wenn eine neue Häkelanleitung, ein neues Video von mir online geht und könnt eine mit der ersten sein, die das Ganze nachhäkeln können. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ich sage erstmal Tschüss, bis dann!